Gottgeweihte Diener, ihr werdet zum falschen Propheten geführt werden. Dienstag, 17. Januar 2012, 14 Uhr. Meine innigst geliebte Tochter, die Zeit ist gekommen, um den Menschen der Welt zu sagen, dass sie ihre Seelen auf meine Rückkehr zur Erde, wie sie vorausgesagt wurde, vorzubereiten. Meine Menschen werden sich erheben und mich begrüßen, wenn ich dieses Mal wiederkomme, um einen rechtmäßigen Thron als der König der Menschheit zurückzufordern. Für diejenigen, die meine Stimme erkennen, ihr müsst auf mich völlig vertrauen. Ich werde euch auf den Weg der Wahrheit führen, so dass jeder von euch würdig gemacht wird, ins neue Paradies auf Erden einzugehen. Weist die Stimme der Finsternis zurück, welche euch bei jeder Gelegenheit blenden wird und versuchen wird, euch von mir abzuwenden. Ich bin euer geliebter Erlöser, der grausam am Kreuz starb. Doch mein Leiden wird sich fortsetzen, bis ich den Überrest meiner Kirche auf Erden geborgen habe. Ich komme, um euch einmal mehr zu retten. Erlaubt mir, das ungehindert zu tun. So viele von euch sind unempfänglich gegenüber meiner Bitte an die Menschheit, eure Seelen für dieses herrliche Zeitalter des Friedens vorzubereiten. Wisst ihr denn nicht, dass ich euch liebe? Aufgrund der mitfühlenden Liebe, die ich für jeden von euch habe, komme ich, nicht nur, um euch zu warnen, sondern auch, um euch zu helfen, euch für diesen großen Moment vorzubereiten. Ich erkenne, dass diejenigen von euch, die mich lieben, besonders meine gottgeweihten Diener, vorsichtig nach falschen Propheten Ausschau halten, die möglicherweise auftauchen. Dies ist sehr wichtig. Kommt jetzt und bittet mich, euch mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, so dass euch die Wahrheit offenbart werden kann und wird. Solltet ihr euch mir nicht zuwenden, dann werdet ihr nicht in der Lage sein zu verstehen, was ich von euch erwarte. Kommt zu mir. Hört mich jetzt an. Euer Leiden wird schwer sein, denn Satan wird euch keinen Moment Ruhe geben. Er weiß, dass ich mich bekannt mache, nicht nur durch meine Endzeitprophetin Maria, sondern auch durch viele Seelen, jene meine Seelen, die auserwählt wurden, um die Endzeitboten zu sein, werden jene sein, die von meinen gottgeweihten Dienern am meisten behindert werden. Ihr werdet leider stattdessen vom Betrüger zum falschen Propheten und seinen Günstlingen geführt werden, die überall Lügen und Unwahrheiten speien. Jene von euch, die schnell dabei sind, meine Boten zu verurteilen, seid sehr vorsichtig. Ihr, meine gottgeweihten Diener, werdet das Hauptziel des Betrügers sein. Es werden eure Köpfe sein, die zuerst abgewendet werden. Denn wenn ihr euch von mir, eurem göttlichen Erlöser, abwendet, dann werdet ihr meine Menschen in die falsche Richtung lenken. Unbeabsichtigt werdet ihr sie davon abhalten, die Wahrheit von meinen göttlichen Lippen zu hören. Ihr werdet meine Kinder nach der Nahrung hungern lassen, welche für ihre geistige Entwicklung unerlässlich ist. Wisset jetzt, dass die Endzeit da ist. Verschwendet nicht die Zeit, die ihr übrig habt, indem ihr in einem Vakuum von Lügen und Verwirrung lebt. Der Kampf hat begonnen, und meine Restkirche wird gerettet werden, indem sie mit mir zu meiner glorreichen neuen Regentschaft wandelt. Bittet, dass nicht eine Seele zurückgelassen wird. Bittet auch, dass ihr, meine gottgeweihten Diener, euch nicht schuldig macht, meine Kinder von der Wahrheit wegzuziehen. Vom Licht, von der Erlösung, welche deren Recht ist. Folget mir jetzt und helft mir, Seelen zu retten. Euer geliebter Retter, Jesus Christus.